Guten Morgen bei der Runenhex. Heute möchte ich euch an einer Reise teilhaben lassen, die ich aufgrund meiner Eigenthematik angestrebt habe und wo ich von Freya auch durchaus gezeigt bekam, um was es geht. Für euch möchte ich diese Reise in eine Geschichte verpacken und wünsche mir einfach nur, dass ihr die Augen schließt und zuhört. Das tue ich jetzt auch. Ich schließe die Augen und fange an. Es war einmal ein König, ein großer König über den Wolken. Er wohnte auf einem riesigen Berg. Den Wolken umsäumten und dort oben wohnte er. Dort oben war es schön und licht und hell über den Wolken und unten war es dunkel, da wo das Volk wohnte. Und der König sprach auch von der Dunkelheit dort unten. Und er machte diese Welt dunkel, damit alle gerne zu ihm aufsehen. Immer wird von der Dunkelheit auf der Welt gesprochen. Und es wird den Menschen schon lange, lange erzählt, dass das Leben eben gemacht werden muss und mit Schwierigkeiten beladen ist. In der Dunkelheit steht. Während, wenn sie dann sterben, dann kommen sie in den Himmel zu diesem wunderbaren König. Schließlich schickte dieser König auch einen Sohn hinunter, einen weißen Ritter. Und dieser weiße Ritter sprach wunderschön zu den Menschen und gab ihnen Hoffnung. Das war auch dringend nötig. Und er sagte ihnen, wie sie gut zu leben hätten und was gut und was schlecht ist. Und er bekam auch noch Helferwesen geschickt von dem König auf dem Berge. Helferwesen hatte er sich erdacht, die die Menschen mal sichtbar, mal unsichtbar führen würden, um ihnen einen kleinen Lichtstrahl am Horizont zu zeigen, wann immer dies nötig ist, um sie nicht verzagen zu lassen. Und dennoch behielt er alles in Dunkelheit. Und die Grundaussage war, dass die Welt ist dunkel und die Nacht gefährlich. Die Helferwesen waren ein Glück für die armen Menschen. Doch wo kamen diese armen Menschen denn her, als sich die Dunkelheit dieses Königs über das ganze Land erstreckte, über die Erde? Es waren Ungläubige, die dazu kamen. Aber auch sie wurden überzeugt von der Dunkelheit, die eigentlich im Leben herrscht und auf der Erde. Und dass es erst besser würde, würde man denn zu dem König auf dem Berge kommen. Die Sehnsucht danach war groß, denn das Leben war sicherlich hart. Aber war es dunkel gewesen, bevor davon auf diese Art berichtet wurde? Nein. Es war eben Leben gewesen. Und so sah ich in meiner Reise einen Kreis aus Menschen, die in einer dunklen Blase stehen. Hinter jedem dieser Menschen steht ein lichtes Wesen. Und ich betrete diese Blase und ich spüre, dass sich für mich nichts ändert. Ich sehe die Blase nicht mehr. Ich komme vom Grünen und ich gehe ins Grüne.
Allerdings kann ich durchaus eine Blase erzeugen. Wenn ich denn dunkel sehen will, werde ich dunkel sehen. Und wenn ich hell sehen will, Licht, dann werde ich Licht sehen. Die Erde und Midgard ergibt sich meinen Augen so, wie ich sie sehe, wie ich sie fühle und wie es mir gerade geht. Es gibt keine dunkle Blase für einen Heiden. Und das ist vielleicht der Unterschied. Ich kann aus mir selbst heraus sicher mein Leben dunkel machen und ich kann aus mir selbst mein Leben hell machen. Ich bin wie die Natur. Im Grunde bin ich einfach. Ich wünsche all jenen Menschen, die die Prägungen der dunklen Blase noch tief in sich tragen, nicht zu verzagen, die Lichtwesen, die ihr hinter euch stehen haben könnt, die könnt ihr mit Sicherheit benutzen, aber bedenkt, ihr könnt auch selbst Licht sein. Löst euch von dem Gedanken an Sünde und Schuld und Gut und Böse und Verbrechen, das dazu führt, dass ihr nicht auf den Berg zu dem König kommt. Ihr seid schon im Paradies. Ihr müsst es bloß zu einem Paradies machen. Heil den alten Göttern, heil Yggdrasil und mein Dank für meine Kraft, in der ich leben darf. Die Runenhexe.